Hey, hier ist wieder Crossilla mit. Life is strange. Ach ja, ich habe nämlich gerade das letzte Episode. Das Ende der letzten Episode. Jedenfalls, ich konnte auch jetzt erstmal die Entscheidungsverteilung nicht zeigen, weil ich. Oh, okay. Weil ich irgendwie keine Internetverbindung hatte. Was weiß Gott wer warum, ne? Okay, jedenfalls können wir es jetzt noch sehen. Du hast das Geld gestohlen, du hast das Geld liegen gelassen. Mehrheit. Du hast Chloe geküsst. Verdammt, absolute große Mehrheit. Du hast für Chloe Partei ergriffen. Du hast für David Partei ergriffen. Ja, ich fand meine da irgendwie logisch, ne? Deinetwegen wurde Franks Hund verletzt. Ja, das dachte ich mir, das ist passiert. Und krasse Mehrheit hat ihn gerettet, so wie ich. Ich finde das auch einfach vernünftig, ne? Chloe hat Davids Waffe. Frank hat Davids Waffe. Okay. Also so sieht es jetzt denn aus. Ergebnisse von Freunden? Ab hier ist nur noch eine Person, die es gespielt hat. Wir sind zwei. Wer hat es denn noch gespielt? Ach, keine Ahnung. 50-50 mit dem Geld, 50-50 geküsst. 100% Chloe, 100% Hund bewahrt und 50-50 mit der Waffe. Okay. Ja gut, ne? Dann haben wir das jetzt gesehen und jetzt kommt es erstmal wieder eine Zusammenfassung, glaube ich, der nächsten Episode, wenn sie mit dem gleichen Muster wieder vorgehen. Während ich mir jetzt wieder eine, ganz professionell übrigens, eine Pistazienuss snacken werde. Previously on Life is Strange. Wow. You don't know who the fuck I am Und or noch who you're eine. messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich weiß. Ich mache hier den ganzen Scheiß. Und noch ein Stückchen Wasser. Boah, Rossella, heute ist Zauber raus, ne? Ah, noch eine Nuss? Nein, okay, jetzt. Das ist gut, das ist gut. Ach, es ist eine kleine Krabbe. Ich dachte, es wäre eine ganz weit von oben Sicht und das wäre. Merkst du dann? Okay. Ach ja, das Spiel mit der Perspektive. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Square Enix, Don't Nod Entertainment. Ja, ich weiß es mittlerweile. Das sieht aus wie mein Urlaub auf Baltrum. Das war schön. Richtig schön einsamer Strand. Okay, keine schönen Felsen wie hier. Aber trotzdem. Ja, mit dem Möwen. Dem Wind, jede Menge Wind war da.
Ganz viel Sand natürlich. Aber Wale, warum liegen die hier? Kann man nicht wieder zurückschieben? Schieb den Wal. Darkroom, das hat doch auch Nathan geschrieben. Wieso lag mir gerade Logan auf der Zunge? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Ihr wollt voll reden. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap, and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Welches vermisste Mädchen? What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Sag das nicht. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken.
pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Okay, ist jetzt unsere Action angesagt? Okay. Oh nein. Das Leben ist immer scheiße. Irgendwas passiert immer. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, wa? I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Ja, ich frag mich, ob das jetzt genau an dem Tag passiert ist, ne? Aber er meinte, er hätte ihr ein Auto gekauft. Das heißt, es muss eigentlich später geworden sein. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Oh. That's a serious heat lamp. Ey, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Stimmt, das ist jetzt ein Unterschied. Jetzt frage ich mich, was das für ein Bild ist da. Ich meine, Rachel kannte sie jetzt gar nicht mal. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Mm-hmm. Snow globes are taking over. Hey, sogar eine mit einem Leuchtturm. Man sieht die Verbindungen und das Reh ist ja sowieso besonders. Max, so cool that you're here again. I'm glad you think so. Yeah. I still can't believe I put Chloe in that chair. Und dafür ist ihren Vater gerettet. Das. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad, Max. Okay. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. Und nicht von dir, das ist peinlich. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. XOXO, Megan. Okay, kenne ich... I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie ich hoffe, es geht dir gut schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unsere Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht da, in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. Es geht eigentlich noch. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ja, das ist etwas... Okay, ich weiß nicht. Aber, ja, keine Ahnung. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Was? Gasmaske optional? Okay, verstehe ich nicht. Ist das ein Scherz oder... Braucht man das echt?
Also, you're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Oh, sad. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Aber das muss alles wieder rückgängig gemacht werden, weil unsere Sachen, die wir gemacht haben, hatten ja trotzdem Konsequenzen. Es wird irgendwas passieren. Wir werden in irgendein Bild einfach wieder eintauchen. Einfach an das da vorne. Und dann mal sehen, ne? Whoa. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Mundgesteuerter Joystick. Whoa, whoa, whoa. Glad to see her as nosy as ever. I don't want to disappoint you. Genau. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Das ist wichtig, Max. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Oh. The Black Attic Club. Nur für 21 oder älter. Programm. Black Bull Flag, Tribute Band, Dorothy Twister, Low Pants Eye, Piss Head, Disco Boys, Groovy Goodies. Also man kam mit dem Rollstuhl und so immer noch auf Konzerte. Allerdings That's so nicht cool, das Gleiche. That Chloe has made friends online. Hot Wheels Chat. Willkommen im Hot Wheels Chat. Handybot. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur persönliche Informationen im Chat preisgeben, dass ich Ihnen der Verantwortung und sich mit den Regeln im Chat vertraut zu machen. Blablabla. Miss Blue, was machst du gerade? Ignatius, ist Miss Blue, Chloe. Mit dir reden. Haha, ohne Witz. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Ich habe automatisch zurück in die Zukunft gesagt. Oh mein Gott, liebe es. Gott, Bakula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich, du schaust dann wahrscheinlich nach Bakula. Wahrscheinlich noch ein paar Cola zu. Tu das unbedingt. Hallo? Okay. There's the old Chloe. Yay. Übrigens, Entschuldigung, wenn mich meine Stimme verlässt. Ich war gestern auf dem Konzert. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? Was ist Bong? Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What erinnerst du dich? What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Sie lieben dich. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane.
Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich will einfach nur deren Gespräche zuhören gerade irgendwie. Das ist so seltsam. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. My room sure looks different now, huh? It does. Yeah. But it's still you. Nothing but medical supplies. Oh, God. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Was sind bongs? Verstehe ich nicht. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb, a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like a butterfly thing. So I've heard. Wir haben ein Graffiti hinterlassen, erinnere ich mich gerade. Das hat bestimmt auch noch Bedeutung. Ach Gottchen, so viel. Oh. Here's the DVD. Und hier gucken wir direkt weiter. Oh my God, I made that mix for her when we were 12. Pirate Power. Piraten an die Macht, ja, okay. Süß. Achso, nee, ich dachte, da kann man jetzt das Bild ansehen, aber immer noch nicht. Lampe, Fenster, kann ich es auch machen? Nein. Schubladen. Wow, Sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Ooh. Okay. Krass, also ich habe der Notensystem eh noch nicht so ganz verstanden. Zeugnis Blackwell Akademie. Price Chloe, Sport 1. Einfach alles 1. Okay. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Blackwell Academy, 8. August 2011. Sehr geehrte Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich Ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behinderungsgesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgelände vor 1997 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Akademie auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. West Miskatonic Institute in Bolton als passendere und bereichendere schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderung und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde.
Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon dazu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Wells. Das Ding ist, wenn sie das geklaut hätte, dann fügt sie das gleiche große Problem für andere Leute ein, die dort Hilfe brauchen. Und so finde ich es besser eigentlich. Wenn zumindest die Möglichkeit besteht, dass es Hilfe gibt. Despite everything, they're still a happy family again. Sind alle wieder zusammen. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Es ist echt seltsam, ne? Also man bleibt trotzdem der gleiche Mensch. Aber... I can't wait to watch a movie with you. The DVDs are near the TV. Oh, permission to snoop. Near the TV? Ich glaube, das betrifft den ganzen Raum, oder? Ich glaube schon. Ja gut, also wir haben es jetzt auf jeden Fall. Ich tue es jetzt rein. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Aber wenn sie nicht selber rankommen soll, dann hat das doch auch irgendeinen Grund, oder? Okay, da kann ich immer noch nicht reingehen. Irgendwas Neues sonst? Einmal kurz ansehen. Oh, kann ich nicht. So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? Auf keinen Fall. No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, we can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Well, hot monkey sex would be nice.
Oh, look. I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Nicht wirklich anscheinend. Not really. No. There are some cute boys there, but you know me. I'm too damn shy. Which is stupid, because you're so damn cool. Some bro has to be crushing on you. This guy Warren asked me out, but I turned him down. Now he's with somebody else. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit. I sound like my dad. How is William? Do you like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or Mom. Wish I could do something for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Das ist alles so traurig. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ah, das ist die Garage vorher gewesen. Ich habe mich schon gefragt, warum da eine Rampe ist. Das ist doch normalerweise auf der gleichen Ebene wie sonst alles. Was? Victoria-Nachrichten? Oh, wir müssen auch noch Tagebuch lesen. Leute, habe ich ja ganz vergessen. Okay, so. Warte, sind jetzt alle Nachrichten neu? Müsst ihr, ne? Max, bist du beschäftigt? Für meine Hausaufgaben, wie immer. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir durch deine bloße Existenz. Das haben wir geschrieben. Ich versuch's. Und ich hab das Supergas von du weißt schon wem besorgt. Nur zur Info. Bewahr was für mich auf. Muss weg. Bis dann. Komm heute Abend in mein Zimmer. Max, alles cool? Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Das ist seltsam, okay? Okay, 4. September 2013. Warte mal. Ich hab die letzten Seiten von der letzten noch nicht gelesen. Kann, wie jetzt? Hä? Was ist meine Stimme? Was? Ach so, klar, das existiert jetzt nicht mehr. Oh, scheiße. Deswegen. Oh Gott. Existieren die Fotos auch nicht mehr? Oh mein Gott, ich muss gleich mal nachgucken. 4. September 2013. So viel zu tun. Wenn ich nur die Zeit anhalten könnte, um all die coolen Sachen zu beachten, die passiert sind, seit ich wieder in Arcadia bin. Blackwell rocked. 21. September. Oh ja, ich bin älter und dank Vic und Nathan auch modischer. Sie überraschen mich mit einem schicken Pork-Pie-Hut aus Stroh, verpackt im Furoshiki-Stil. Beste Geburtstagsparty aller Zeiten. Und betrunkenste. Kann nicht schlafen. 4. Oktober. Liebes Tagebuch. Kennst du mich noch? So beschäftigt zum Schreiben. Muss Fotos machen. Muss leben. Muss Freunde finden. Sollte mich bei Chloe melden. Aber zuerst Vortex. Die Party beginnt. Ziel. Ich muss oben. Chloe ist mir Ziel. Das klingt irgendwie gar nicht mehr so richtig nach Max. Episode 4. Ein Fenster können wir aber dann wohl doch öffnen, ne? Dann sind da irgendwo Steine, ein Nest. Ah, Hundeschwänze, glaube ich, die ein Herz bilden. Schritte? Entweder von einem dieser echten Wale oder vom Two-Way Steiner. Eine Windmühle. Was? Ein Skelett mit Skateboard? War das nicht im Wissenschaftsraum? Okay, ein Falke, ein Gitter. Was? Ich kann alles lesen? Hey Max, es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Alicia, ich habe gesehen, wie du Klopapier nach mir geworfen hast. OMG, ich habe so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre, tu es nie wieder. Okay. Okay, Moment. Da ganz oben. Hallo Max, dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald.
Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell-Akademie gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück. Blackwell, das ist so super. Du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool, ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln. Es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. 11.8. Und der wievielte ist heute? Das weiß ich jetzt ja nicht, ne? Warte, nochmal zurück. Moment. Ich weiß ja ungefähr 11.8. Ich glaube, Tagebucheintrag war auch zuletzt Oktober, ne? Ja. Dann weiß ich leider nicht genau. So, Mutter habe ich jetzt gar nicht gelesen. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. War es nicht sonst länger? Maxine, deine Mutter hier. Wir müssen über einige deiner Rechnungen reden. Oh, bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist. Und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige, langer Tag mit Hausaufgaben. Du bist nicht die Einzige. Deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass dir nichts fehlt, aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzusteigen. Ich rufe dich später an, muss los. Schmollnig, ich liebe dich. Hey Liebling, ich hoffe, du hast deine letzte Pflanze nicht verdursten. Aber ertränk sie auch nicht, Mama. Papa war nichts. Soll besonderer sein. Du bist jetzt voll erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto, gib mich also einmal aus. Das ist gleich geblieben. Taylor. Oh Gott, ich habe schon gesehen, eine Nachricht von Nathan. Ach, so seltsam. Max, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Ich denke nicht. Deine Mutter ist eine Kämpferin, wie du. Ja klar, ich habe geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch. Du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle, also ruf mich zurück. Okay. Dann, Nathan. Was geht? Yo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool. Also kein Two-Wales für dich. Noch nicht, ich sehe euch später. Peace. Sein Profilbild ist einfach schon so voll so abgefuckt irgendwie, ne? Ah, meine Stimme, ich merke es leider schon. Deswegen wunderschön, dass es speichert, das mag ich. Ah, werde ich jetzt, oh Gott, eine Pause machen. Ah, so viel Gelaber. Ich muss meine Stimme schon. Chloe, Max. Wie würdet ihr euch denn entscheiden? Also ich habe in der letzten Folge schon gefragt, aber ich habe das noch nicht gelesen. Es ist halt so seltsam, ne? Aber was ich halt wichtig finde, dass man mit solchen Leuten noch normal umgeht. Dass man die jetzt nicht halt komisch behandelt, nur und sich selber komisch fühlt und so. Man muss sich da reintauchen und Spaß haben. Das wäre natürlich das Beste, ne? Ach, arme Chloe. Aber sie sagt halt auch oft, es ist schön, die Familie zu haben und es ist schön, dass Max wieder da ist und manche Sachen findet sie schön. Ich glaube, man wird richtig dankbar, wenn einem so ein Unfall passiert, ne? Und man trotzdem überlebt. Ich meine, das zeugt schon von richtig viel Glück. Okay, jetzt reißt aber wirklich meine Stimme. Gott! Dankeschön fürs Zuschauen. Bis denne und tüdelü.